Die Beleuchtung ist eine der wichtigsten Sicherheitseinrichtungen im Straßentunnel. In der Beleuchtungstechnik gab es in den letzten Jahren viele Verbesserungen. Aber die neuen Systeme waren entweder sehr wartungsintensiv oder teuer. Die Metalldampflampen geben zwar weißes Licht, verlieren aber schnell an Leuchtkraft, haben einen hohen Stromverbrauch und müssen alle 2 Jahre getauscht werden. Die zuletzt verbauten LED-Fixsysteme sind sehr teuer, benötigen eine eigene Verkabelung und bei einem Tausch ist man vom Herstellersystem abhängig. Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass die vorhandenen Niro-Gehäuse und die Verkabelungen mindestens 20 Jahre halten. Daher haben wir nach einem Hersteller gesucht, der bereit war, mit uns ein völlig neues System mit LED-Linsentechnik zu entwickeln. Die Vorgaben waren von Anfang an, dass die Einsätze in jedes System passen müssen, dass mehr und gleichmäßigeres Licht auf der Straße ankommen muss, dass es ein modulares System sein muss, bei dem ein Ersatzteil nicht mehr als 50 Euro kostet und der Einbau muss unter 5 Minuten möglich sein. Nach Abschluss unserer Tests wussten wir, dass die Umsetzung technisch möglich ist und wir gaben die Vorgaben zur Ausschreibung frei. Heute gibt es schon 4 Hersteller, die nach unseren Vorgaben bauen und es werden laufend mehr. Durch den Wettbewerb sank der Preis auf die Hälfte unserer Vorgaben und ab heuer wird es uns erstmals sogar möglich sein, die Einfahrtsbeleuchtung mit LED-Einsätzen auszurüsten. Abschließend zeigen wir jetzt noch den Tausch eines Leuchteneinsatzes. Im kleinen Video ist der originale Tausch im Downtunnel zu sehen. Dort wurden in ein paar wenigen Nächten 913 Leuchteneinsätze getauscht. Der ging etwas langsamer, weil es minus 17 Grad im Tunnel hatte. Daher ist das Video etwas beschleunigt. Es waren aber auch dort unter 5 Minuten.